Hallo und willkommen zurück in 7 Days to Die mit einem wiederbelebten Jones und einem Touchdevil. Servus. Wir stehen in der Wüste und mein Rucksack, bin ja in der letzten Folge gestorben, ja. Mein Rucksack ist natürlich weg. Jetzt habe ich mir gerade eine Armbrust neu gebaut. Und ja, Ja, schauen wir wir haben ein mal. bisschen gesucht nach dem Rucksack und das Einzige, was wir gefunden haben, war eine Höhle. Hätte uns das letzte Mal auch Genau. gleich passieren können, Ja, meiner das Meinung stimmt wohl. Haben wir nämlich. Oh. Oh, da geht es aber steil runter. Naja, gut, wir haben nicht viel Zeit. Ist schon 5:30. Jo. Und das Bein habe ich mir natürlich auch noch gebrochen auf dem Weg hierher. So, wie weit ist es denn eigentlich noch? Wann sind wir denn Ach, ich drücke die da? falschen Tasten. Noch ein 1,2. Kilometer. Ja, 1,2 Kilometer. Das dürfte man ja schaffen. Noch ein Bier rein. Ist ja schon 6 Uhr, ne? Kein Feierabendbier, kann man schon trinken. Irgendeinen Grund gibt es immer dafür, ne? Oh, hundertprozentig. Mir gefällt es irgendwie so von den Lichtambiente in der Wüste, das gefällt mir wirklich, muss ich sagen. Ja, es sieht auch gut aus. Also ich Ist halt alles knallerot, ne? hab eigentlich schon immer am liebsten in der Wüste gebaut, obwohl man hier eigentlich ja am scheußlichsten bauen kann. Weil durch den Sand, da sind die Zombies ja durch wie nix, also sprich, man muss ja alles befestigen bis zum geht nicht mehr. Ja, aber es hat was in der Wüste. Das ist schon nett. Jeden Fall. So, 5:45. Noch 800 Meter. Ja. Na stimmt, jetzt kann ich ja auch wieder was mitnehmen, ne? Hab ja jetzt eine leere Gürtelleiste. Ach so, stimmt, ist ja nur der Gürtel, weil quasi was weg ist. Ich habe Ja, jetzt eigentlich genau. gedacht, dass der ganze Rucksack auch weg wäre. Nee, 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 da war, nee, das ist schon eingestellt gewesen. Es war nur der Gürtel. Es sind halt die Waffen weg. Gut, es ist nicht so schlimm, weil so wirklich Ja. viel Tolles war da jetzt auch nicht drin. War ja alles irgendwie orange und so ein grüner Holzknüppel, der sowieso keinen Schaden macht. Von daher war das nicht so dramatisch jetzt. Ist halt nur blöd wegen der Stamina, ne? Das ist richtig, ja. Im Endeffekt der Wellness wieder hochkriegst, Genau. muss man ein paar Bären ein Töpfe quasi mal zusammenzimmern. Ja, das ist wohl wahr. Ja, Fleisch haben wir ja genug, ne? Hab ja hier alles dabei. Ist ja alles am Start, sozusagen. So. Müsste man doch jeden Moment eigentlich da sein. Kann man gar nicht looten, denn da. Nö, irgendwie nicht. Ja, und wir hatten uns ja auf dem einen Gebäude da schon irgendwie ein paar Kisten hingestellt, dass wir da unseren Kram rein verstauen können. Da müssen Ja, wir ich doch würde mal jetzt sagen, da gleich gehen da wir sein, auch ne? gleich gerade dahin. Genau, und dann können wir uns da für die Nacht ein bisschen verschanzen. So, Abendstimmung in 7 Days to Die. Die Sonne geht unter. Oh, das ist doch ein schönes Bild. Mal direkt noch ein Screenshot von.
Ja, sieht bei dir vielleicht wieder ein bisschen anders aus wie bei mir. Wieso regnet's bei dir? Nee, regnen jetzt nicht, aber ziemlich wolkig, also von der Sonne sieht man relativ wenig. Ja, aber so ein bisschen, das finde ich halt gerade cool. So durch die Wolken durch. Boah, ich fahre nichts mehr. Ja, da ist auch unser Hütchen. So, wenigstens pünktlich angekommen, ne? Haben wir das zumindest mal. Okay. Da lag gerade ein Spider, also so ein Scout quasi, lag da gerade tot rum. Weiß nicht was wieso, weil ich habe ihn nicht getötet. Ich auch nicht. Aber macht ja nichts. So, gehen wir mal hier hoch über die schicke Treppe, die wir hierhin gekloppt haben. Dann sind wir auch schon wieder zu Hause, so mehr oder weniger. So, das da rein, da war Metall. Doch, da habe ich auch was. Bum. Ach, die Dinge waren auch drin. Medikamente habe ich nicht. Waffenteile habe ich auch nicht. Geh mal schnell eine Runde und versuche noch mal ein paar Steine zu sammeln, dass wir vielleicht mal ein Feuerchen oder sowas machen können. Ja, das macht Sinn. Ich komme gerade mit. Oh, nein. Na toll. Wieder gebrochen oder was? Nee. Zum Glück nicht. Also ich habe Splints sind oben 3 Stück drin, falls du mal brauchst. Ja, ist schon gesplintet. Hab halt keine Pickaxe, sonst hätte ich mir mal hier den Oh. Stein weggekloppt. Jetzt schon hier schon wieder los. Auf die Sound, es passiert gar nichts. Was ist denn Hallo? das hier für eine Steppe? Hier gibt es keine Steine oder was? Außer die großen hier. Jetzt extra eine Stoneaxe machen, habe ich jetzt auch keine Lust für. Toll. Na? Noch nicht wahr sein. Na, jetzt. Ja, und Pfeile müssen wir dann auch mal wieder machen. Ach, guck mal, hier gibt es noch Mais. Hinterm Baumarkt, hier steht Mais und Tee und Baumwolle und sowas. Was auch nicht Also verkehrt. cool. Uhr, muss ein bisschen Zeit im Auge behalten. Ja. Okay. Ein Hirsch ist auch noch da. Boah, wir haben so Wie viel ist denn das? Hirschfleisch, den kannst du laufen lassen im Moment. Wir haben so viel Fleisch übrig im Moment. Das ist echt der Hammer, was da oben alles liegt. Okay, wenn du das sagst. Aber der Ja, läuft ja. gerade auf mich zu, ich meine, irgendwie. Nein, dann schieß ihn halt weg, aber ich sag ja nur, wir haben wirklich viel Fleisch. So, ich glaube, auf der ganzen Wiese gibt es keinen einzigen Stein mehr. Zumindest keine Vielleicht kleinen bist du Steine. die Touren gelaufen, wo ich schon war, oder was? Das ist möglich, ja. Das hat einen Oder keine Ahnung. Vorteil, wenn jetzt keine Steine mehr da sind, hat's, dann kannst du ganz beruhigt den Rasen mähen. Der Taz hat nämlich eben erzählt, er hat ungefähr 400 Quadratmeter Rasen ums Haus rum. Ja. Und ich bin froh, dass wir aufnehmen, weil ansonsten müsste ich jetzt Rasen mähen. Genau. Da habe ich zum Taz gesagt, die 400 Quadratmeter Rasen, die hätte ich direkt betoniert und grün angestrichen. Ja, bin ich auch schon fast dabei, aber meine Freundin hätte was dagegen, glaube ich.
Wieso? Will die, dass du da Rosa anstreichst? Ja, Natur und so, weiß schon. Ach so, verstehe. So, pünktlichst Ja, sind wir daheim. So, ich habe mal hier die drei So. Woodframes weggemacht. Da geht's Ja, ich schon habe die los. untersten eigentlich schon Ey, kommt direkt eine weggenommen. Hundehorde, gell? Ist das denn zu fassen? Das kann doch jetzt nicht. Das ist nicht euer Ernst, ne? Direkt eine Hundehorde. Drei Stück kamen hier angerannt. Die Spinnen wohl oder was? Aber Sind die gesagt, die alle in dem müssen Haus drin? Beide machen. Wir sitzen Okay, auf das einer muss im Haus Hundehütte. bleiben. Warte mal, stellen wir uns mal hier rüber. Vielleicht hauen sie ja das Gitter weg. Da unten ist doch so ein Okay. Gitter drin. Ja, Warum müssen sie nicht die. weghauen? Da bin ich ja gleich wieder praktisch veranlagt quasi. Ja, stehe. Also Campfire. Ja, wollt ihr auch gerade eins machen? Braucht man im Endeffekt eine Forge? Können wir eine Forge schon machen? Wir können eine Achso, da Forge brauchen wir den machen. komischen Balk wieder. Und viel mehr Steine. Nee, das wird nichts. Also machen wir gleich nochmal. Machen wir gleich nochmal Feuer, machen wir ein paar Pfeile. Machen wir ein paar Pfeile, ist glaube ich. Im Warte Moment. mal. Forge, da brauchen wir Clay für. Haben wir Clay hier? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich glaube, den Clay haben wir liegen lassen, weil wir gesagt haben, den finden wir sowieso hier unten wieder. Ja. Deswegen haben wir keinen Ja, du brauchst Clay. auch viel mehr Steine. Du brauchst drei von diesen ganzen, also von den großen Steinen da, haben wir eh jetzt nicht da. Da müssen wir erstmal in Ah, die ja, Mine rein stimmt. quasi. Ja, gut, also dann machen wir noch ein Campfire, machen wir uns zwei Stück. Du Hab machst ich noch eins. eins. Ja, ich mache auch noch eins und dann Okay. stellen wir das hier so. Zack. Hier so. Da Ach, da draußen. außen. Da, wo wir die Ja, dass Mauer wir nicht. hinmachen wollten. Ja, ist nicht schlimm, aber dann Ah. latschen wir nicht rein. Weißt du? Ach so, ja, hast Dass du wir auch uns wieder da recht. nicht noch einen Hintern dran verbrennen an dem Ding. Muss Oder ja machen wir nicht es mal sein. anders. Oh Gott, oh Gott. Storage, Weapon. Naja, ist zwar Weapon, ist egal. Ich muss mich erstmal strecken, ey. Mein Gott. So. Huch. Und das Mikrofon vom Tisch boxen. Das gehört auch dazu. So, die Shotgun habe ich noch. Aber keine Munition. Ah, ja, gut. Egal. So, dann hätte ich hier. Oh, was ist das? Na gut. Dann hätte ich hier einmal einen Kochtopf. Und fürs andere Campfire hätte ich noch einen Grill. Ach, das hast du dabei, das wollte ich gerade machen. Er sagt das doch. Nö, hab ich mitgenommen. Dann. Hallo Hund. Die konnte man doch früher einmal rauslocken. Ja, dann müsstest du jetzt wahrscheinlich so einen kleinen Steg raus Hey, du bauen. konntest die früher mit einem Pfeil. Ach, mit den Pfeilen. Ja, wenn sie dich nicht bemerken, schätze ich mal. Steht genau unter mir und bewegt sich hier keinen Millimeter. Blödes Hundevieh, ey. Ja, Tatz ist wieder am Bauen. Siehst du ihn? Nö. Er kommt nicht raus. Tja, wie in der letzten Folge, in der Feralnacht, haben wir auch so festgesessen auf unserer kleinen Hütte. Jetzt sitzen wir hier auf der Hundehütte fest. Ja, muss erst meinen ganzen Mist hier raus tun. Nee. So viele Sachen dabei. Ja, ich So, habe auch und noch dann haben Werkzeug wir und sowas. 21 Split. So, machen wir ein bisschen Bacon und Eggs.
So, hier ist mal Werkzeug drin. Hat man auch Holz irgendwo? Also ich habe 238 Holz noch, wenn du brauchst. Nee, ich frage nur, ob wir das. Ach, hier sind ja noch Schuss für die Shotgun. Ich nehme mir die 13 Schuss mal raus, ja? Dann. Für Shotgun? Hast du eine Ja. Shotgun? Ja, ich habe eine. Okay. Weil ich habe jetzt gerade noch 11 Schuss, deswegen. Ach Aber so. gut. Ja, ich kann die auch dir geben. Die waren hier in der Chest noch drin. Dann nimm du die, dann lasse ich die hier drin, die Schüsse. Und dann, ja, keine Ahnung. Dann schieße ich halt mit der Armbrust. Pistole oder sowas haben wir jetzt gar nichts da, oder wie? Ne, ich habe nur die 9 mm. Die Pistole hatte ich blöderweise im Gürtel und mein Rucksack ist ja weggepackt. Deswegen haben wir jetzt keine mehr. Und Teile haben wir jetzt auch nicht. Warte, was Nein. haben wir denn hier? Dum, Ne, kriegst du auch nichts Magnum Richtiges könnten wir zusammen. basteln. Hoho. Naja, aber keine Munition für. Ah. Tja, so ist es halt. Mein Gott, halb so wild. Die Nacht ist ja bald vorbei. Passt irgendwie wieder alles zur Zeit. Dann könnten wir ja irgendwie. Ich würde sagen, wir holen den Rest dann irgendwie offline hier runter oder so. Ja, das würde Brauchen ich wir nicht so sagen, oft tun hin und wir her unseren zu laufen. Zuschauern auch nicht an. Fünfmal hoch und runter laufen. Guck mal, die Hunde da vorne. Guck mal, die zwei, wie die da stehen. Das gibt's nicht, gell? Da auf der Wiese. Ach da. Vielleicht irgendwo innen drin rum, keine Ahnung. Ja, irgendwo innen drin schleicht er rum, warum auch immer. Könnt ihr auch mal rauskommen, blödes Hundevieh. So, da haben wir Fässer. Ach, hier ist er Müssen doch. wir lang. Hier ist er. Er ist vor der Türe. So, dann hauen wir weg. Okay. Ja, wenn ich ihn nochmal sehe. Daneben. Nochmal daneben. Komm jetzt dahin, Mensch. Kann ich ihm genau in den Arsch schießen? Ich sehe nichts anderes. Ich sehe nur die rechte Arschbacke von dem Hund. Aber hat gereicht. So, Lassie ist Durch den tot. Arsch erschossen. Naja. Genau. Kann ja mal vorkommen. Könnten auch noch Tee kochen. Da war da noch Tee irgendwo, ne? Also Tee und Ja, Wasser Tee haben ist wir hier auch drin. genug. Warte, ich gehe gleich raus. Kann Der man ist das auch ins noch Kiste an? quasi. Warten jetzt da war das Medikamentenzeug drin. Mir nicht 5 Stapel anfangen. Alkohol auch noch da rein. Bitte auch noch da rein. Antibiotika auch noch da rein. Langsam wird mein Inventar wieder ein bisschen leerer. Ja. So. So, Baumaterial. Ja, packen wir da rein. Bei die Woodpikes. Ich glaube, die Woodpikes, ne, 18 Stück reichen nicht, ne? Würde ich ja sagen, hauen wir erstmal hier um die Hütte rum. Aber könnten wir noch ein paar machen, eigentlich. Ja, wir wollten doch sowieso jetzt so langsam anfangen, richtig zu bauen. Oder willst du das Ding hier ausbauen? Die Nee, Hütte das hier. nicht. Ich habe nur gedacht, eine Reihe wenigstens unten hin. Dass mal ab und zu was dran verreckt, meinst du? Jo. Ja, können wir machen. Ja, gut. So. Ich würde sagen, der Tatz und ich, wir köcheln jetzt einfach hier noch die Nacht weiter, bis es irgendwann dann wieder hell wird in 2 Stunden und dann ziehen wir mal gemütlich um und melden uns dann sozusagen zurück, wenn wir hier wieder angekommen sind und unseren ganzen Kram aus der alten Hütte hierher geschafft haben. Oder? Wie siehst du das? Macht am So ist meisten es. Sinn, ne? Genau, Ja, so super. verbleiben wir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Und tschüss. Macht's gut. Bye bye.